Seit vielen Wochen versammeln sich Kritiker der Corona-Maßnahmen des Bundes und des Landes zu Montagsdemos auf dem Hettstedter Markt. Am 3. Mai war das Polizeiaufgebot ungewöhnlich groß, hatte sich doch eine Gegenveranstaltung als Mahnwache, organisiert von Steffi Goldschmidt und Christian Rieger, angesagt. Die Teilnehmer warteten in der Nähe des Seigertors auf die Teilnehmer der Montagsdemo, deren Veranstaltung wie in den vergangenen Wochen durch einen Spaziergang durch Hettstedt beendet wurde. Die Montagsdemo begann vor der Jakobikirche mit einem Redebeitrag des Hettstedter AfD-Stadtrates Herrn Klarnert. Wohl auch, um den Maximalabstand im Marktbereich zwischen den beiden Demonstrationen zu gewährleisten. Wir sprachen mit dem bekannten Hettstedter Hausarzt Christian Rieger über das Anliegen der Mahnwache. Wir wollen einfach, weil wir gemerkt haben, wenn wir jetzt mal auf dem Markt, wir haben ja eine Praxis ja direkt hier am Markt und hören die zunehmend aggressive Grundstimmung bei der Demonstration und wollen einfach hier zum Ausdruck bringen, dass es hier nicht bloß darum geht, Masken zu verteufeln und alles in Frage zu stellen, sondern dass man doch auch überlegen muss, dass alleine hier in unserer Stadt bis zum 30.04., wir haben uns heute auch aktuell nochmal erkundigt, alleine 104 Menschen gestorben sind an und mit Covid. Und dass man einfach mal gedenkt dieser Toten und nicht nur immer in zunehmend aggressivem Maße gegen Leute vorgeht, die Masken tragen, die mal sich wagen zu sagen, bitte setzt eine Maske auf. Dass wir einfach mal ein Zeichen setzen wollen gegen Aggression und sagen, kommt, trauert um die Verstorbenen, seid mit den Angehörigen zusammen und wieder ein bisschen mehr Verständnis füreinander und ein bisschen mehr Gelassenheit bei all den Querelen, die es gibt. Natürlich ist es so, dass wir auch verstehen, dass jetzt Leute auf die Straße gehen, dass Leute sagen, es ist ja auch ihr Recht zu sagen, ich bin mit den Entscheidungen so nicht einverstanden, ich bin gegen diese permanenten Schließungen und Einschränkungen, aber es ist ja so, dass man trotz alledem irgendwas gegen diese Pandemie machen muss, denn die Patienten, die zum Beispiel in unserer Praxis, natürlich nicht in unserer Praxis, die Patienten, die bei uns verstorben sind, sind immer im Nachhinein, wenn man es nachverfolgt hat, dadurch erkrankt, schwer erkrankt, in kürzester Zeit verstorben, weil letztendlich Maskenpflicht nicht beachtet wurde. Ja, und das ist traurig. Und das Problem ist, wenn es wahrscheinlich nicht jemanden direkt betrifft, glaubt das nicht. Also ich habe mittlerweile genügend Tote gesehen. Vorige Woche zwei. Es reicht irgendwann. Und dann war es soweit. Die Teilnehmer der Montagsdemo gingen unter den gespannten Blicken der Polizei durch das Seigertor auf genau dem gleichen Weg wie in den vergangenen Wochen. Die Teilnehmer der Mahnwache drehten ihnen den Rücken zu. Und dann war es vorbei. Die Befürchtung, dass es zu Gewalttätigkeiten kommen könnte, erfüllte sich glücklicherweise nicht.